So, da sind wir schon wieder zurück und diesmal geht es um die Aufgabe: Nutze die Batman-Enterhaken-Pistole in verschiedenen Matches. Was bedeutet, ihr müsst diesen Enterhaken finden und drei verschiedene Spiele spielen. Ich habe das eben schon zweimal aufgenommen und dann habe ich einfach jetzt halt ohne irgendwie aufzunehmen gemacht. Deshalb gehe ich kurz ins Replay rein und zeige euch halt wirklich genau, was ich da machen muss, beziehungsweise ihr dann. Und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit ist Like-Zeit, Kommentierzeit. Und wenn du noch kein Abonnent bist, ich dir aber schon des Öfteren geholfen habe, eventuell, dann lass doch gerne mal ein Abo da. Wie gesagt, 280 Abonnenten sind wir jetzt. Bei 290 gibt es unten die dritte Zahl beim Persev-Code. Alle 10 Abonnenten kommt da. Ba-ba-bam. So. Ja, der springt gleich auf mich um. Alle 10 Abonnenten kommt da unten halt eine Zahl hinzu und es sind nur Zahlen. Also probiert nicht da irgendwie für die Fragezeichen da Buchstaben einzufügen. Ich bin froh, wenn der Bus startet. Ja. So, jetzt sind wir bei mir. So, wie gesagt, alle 10 Abonnenten kommen eine Zahl unten hinzu und da kommen auch nur Zahlen hin. Ihr müsst quasi einfach die Fragezeichen tauschen mit Zahlen. Also ganz simpel eigentlich. So, jetzt zu dem Enterhaken. Ich hatte ja eben schon gesagt mit dem Enterhaken, dass man den, weil ich hatte nämlich auch eine Aufnahme, ich habe gefühlt 20 Kisten aufgemacht und es war nie ein Enterhaken drin. Aber die sind anscheinend, entweder sind sie nicht in den Anscheinend sind sie nicht in den Kisten drin, sondern liegen random rum. Sehen wir aber auch gleich. Und die Reichweite von dem Enterhaken ist halt schon extrem, finde ich. Aber das werden wir halt gleich auch noch sehen. Und wie gesagt, wenn ihr wissen wollt mit dem Gewinnspiel, wie das genau abläuft, guckt einfach mal unten in der Videobeschreibung. Da habe ich ein Vorstellungsvideo extra von mir gemacht, was auch auf meinem Kanal ist, wenn ihr da komplett neu drauf geht. Wo ich dann einmal auch sage, wer ich bin, was ich vorhabe, bla bla bla. Und gleichzeitig auch, wie man den Code knacken kann. Also was ihr da genau machen müsst. Ich gebe euch halt nur den Tipp, wenn ihr ihn geknackt habt, also da steht halt noch volles Guthaben vorhanden. Und wie ihr seht, hier liegt es random rum. So, und das Ding müsst ihr halt, hier wollte ich euch zeigen, wie weit die geht. Genauso müsst ihr sie einmal benutzen, könnt wieder aus dem Spiel rausgehen und schon habt ihr die Aufgabe geschafft. Also mehr ist es nicht. Und das Ganze halt, wie gesagt, in drei Runden. Nicht dreimal in einer Runde benutzen, sondern in drei verschiedenen Runden. So, dann würde ich sagen, war es das auch hiermit. Simpel erklärt. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit den Aufgaben. Wie gesagt, gerne ein Like da lassen, Abo da lassen. Wenn ihr wollt, schreibt mal gerne was in die Kommentare. In dem Sinne, viel Spaß mit den Aufgaben und haut rein.